Justinus Kerner, der Ring. Ein fremder Kavalier stieg ab vom schwarzen Ross, trat in den Königssaal mit andern Herren groß. Derselbe Kavalier trug einen Edelstein, wie man noch keinen sah, von wundersamem Schein. Ein Stein von hohem Wert in Königs Krone saß, doch schien vor diesem er ein matt geschliffen Glas. Der König bot ihm Gold, er bot ihm Leut und Land, doch lassen wollt er nicht den edlen Diamant. Der König, des erbost, spricht zu dem Hauptmann sein: Bringt mir des Mannes Hand samt seinem Edelstein. Der Hauptmann reckt das Schwert, haut nach des Mannes Hand, doch statt des Kavaliers der Teufel vor ihm stand. Glut strömt aus seinem Ring, zur Hölle wächst der Stein, schleust Burg und König bald samt allen Dienern ein.